Setup. Also, erster Kampf ist rum. Gut gerungen eigentlich. Mit dem Sieg fährt man jetzt nach Hause. Wie zufrieden bist du? Ich bin sehr zufrieden. Also, wo ich die Aufstellung von Nürnberg gesehen habe, habe ich erst mal geschluckt. Die haben da wirklich Top-Arbeit geleistet. Ich kenne ja den Matthias Baumeister im Hintergrund und die anderen Jungs, die ihn da unterstützen. Und wir wussten, dass Nürnberg eine harte Nuss ist, aber das, was die heute auf die Matte gebracht haben und vor allem auf die Wiegeliste, das war schon richtig krass. Und ja, waren 28 Punkte komplett ausgeschöpft, wie bei uns auch, clever ausgeschöpft. Die ersten 5 Kämpfe sind nicht so gut für uns gelaufen. Da habe ich auch ein bisschen so mit dem Schiedsrichter gehadert, aber das war wahrscheinlich rüber wie nüber, das gleicht sich dann auch immer wieder aus. Es war für mich absolutes Wechselbad der Gefühle, was sich dann in der zweiten Halbzeit ereignet hat. Das war für uns schon sensationell und ja, ich glaube, der Papi hat, glaube ich, den Grizzlies so ein bisschen das Genick gebrochen. Da hat man schon die Enttäuschung in die Gesichter reingeschrieben, gesehen von den Grizzlies, dass der den Dominik Ettlinger so beherrscht. Ich glaube, daran hätte keiner gedacht hier in der Halle. Der Dominik ist ein Topringer. Aber man merkt auch immer wieder in der Bundesliga, wenn die ausländischen Ringer hier aus dem Trainingsprozess da rauskommen und hier ringen und vielleicht auch noch Gewicht machen müssen, da tun sie sich ein bisschen schwer. Das ist so ähnlich wie beim Fußballpokal, der eigene Gesetze hat, und so hat auch die deutsche Ringerbundesliga ihre eigene Gesetze. Vom Frankie wissen wir, dass er Unmögliches leisten kann. Er ist gehandicapt mit seiner Schulter, hat aber für mich gegen den Lewa ja auch einen ganz, ganz tollen Kampf gemacht. Beide Top-Ringer auf einem ganz, ganz hohen Tempo, ganz hohes Niveau. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, der Shamil Ustayev, 19 Jahre alt, eigentlich für mich so eine kleine Entdeckung. Ich hoffe, dass das der zweite Ibaev werden kann bei uns. Ja, fand ich seinen Kampf gegen den Tim Stadelmann mit seinen 19 Jahren, fand ich schon auch ganz, ganz große Klasse. Abgebrüht, 3-1-Sieg nach Hause gefahren. Top. Wir sind zufrieden. Es tut mir fast ein bisschen leid für die Nürnberger, die wirklich einen guten Job machen, ein gutes Team haben. Aber für uns war es ganz, ganz wichtig, jetzt gut in die Liga zu starten. Ja, du hast es ja schon gesagt, Papi gegen Ettlinger war wahrscheinlich so der Knackpunktkampf. Gleich am Anfang, Papi eigentlich mit einem schönen Rumreißer, 2 Punkte, und war eigentlich schon kampfentscheidend, oder siehst du das anders? Nee, absolut. Ich glaube, man muss es nicht verraten, aber man eigentlich bekannt, dass er das Ding wirklich auch super macht. Er hat es gegen Dennis auch gebracht letztes Jahr 2-mal. Aber so ein Topmann, wie auch zum Beispiel beim Frankie mit seinem Rumreißer, gut, heute ist er nicht gekommen. Aber selbst wenn man das als Gegner weiß, ist es ganz, ganz schwer abzuwehren. Und er hat die ersten 3 Minuten einfach gut gerungen. Er war auch super eingestellt. Wir wussten, er darf nicht in die Bodenlage kommen gegen Dominik. Der dreht brutal auf die rechte Seite und da ist eigentlich kein Entkommen mehr, wenn man mal bei ihm am Boden ist. Deshalb war die Prämisse oben bleiben. Der Plan aufgegangen quasi. Und ja, jetzt erster Wettkampf nach 7 Monaten Pause wahrscheinlich, im März das letzte Mal irgendwie ein Wettkampf. Wie groß war da die Anspannung? Also ich muss sagen, ich habe ja viele Ämter hier. Ich bin so ein bisschen der Multifunktionär beim ASV Schorndorf. Deshalb war bei mir die Anspannung heute besonders groß, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es versucht, nach außen die Anspannung nicht so zu zeigen. Und hat natürlich sehr wehgetan, dass wir hier unser Aushängeschild Jelo Kramer nicht präsentieren konnten. Man hat es gesehen auf der Matte. Ich möchte es jetzt auch gar nicht mehr kommentieren, was da passiert ist. Ich denke, mit dem fitten Jelo Kramer wäre die Aufregung vielleicht ein bisschen weniger groß gewesen. Aber ich bin jetzt einfach nur glücklich und ich denke, ich habe mir daheim ein Glas Rotwein verdient. Jawohl, also vielen Dank für das Interview und noch weiterhin viel Erfolg für die Bundesliga-Saison. Danke dir.